Ja, hey, hier sind wir wieder. Inno und Mops. Und? Ian. Jawohl, da sind wir wieder. Schön. Ja, wir machen jetzt gleich den Wagen mal leer. Ich habe hier vorne ein bisschen Saft zum Saftmachen was vorbereitet. Das werden wir gleich durchziehen. Und dann geht es für mich schon wieder zur Arbeit. Ja, du hilfst uns auch, ne? Alles klar. Bis gleich. So, da steht da der Bus. Bis vorne hin vollgepackt. Den machen wir jetzt erstmal leer. Das hat jetzt gerade schon den ersten Kasten abgenommen. Hier unten ist sogar einer kaputt gegangen. Das ist alles voll. Und gleich kommen Mamis, die es abholen. Ja, wie man sieht, leer ist er jetzt natürlich nicht. Also hier hinten ist noch einiges drin. Meine Ma, da fahren wir morgen hin. Die kriegt noch eine Kommode. Und hier haben wir noch so ein paar Kartons. Die werden wir uns lagern, weil wir werden ja selber umziehen. Ne? Und dann packen wir die jetzt erstmal bei meiner Ma in den Keller rein. Und wenn es dann soweit ist, dann holen wir es dann ab. Und wir haben hier noch was Cooles. So ein Riesenteil. Ich krieg's doch nicht mal hin. Hier so ein... So Wunderkerzen, die nehmen wir für unser Silvester-Special. Also an die Leute, die denken hier, wir sind mal eben fertig und das war's schon. Ja. Hier ist ein Riesenberg Arbeit, Mops, wie willst du das denn machen? So, jetzt legt der Kleine hier schön los, ne? Mach so einen schönen Saft, was gibt's für einen Saft? Was hast du da alles drin? Den Äpfel, Apfelsaft und Bier, ne? Das reicht schon. Na klar, ist aber ganz leckeres. Das Schlimme ist, hier liegt auch noch was. Hier ist alles voll. Ob die Leute denken, es ist jetzt vorbei, das Haus ist leer und alles ist cool. Ne, seht ihr ja. Hier fängt die Arbeit nämlich erst an. Ja. Ach du meine Güte. Steht alles voll. Jetzt gibt es erstmal schönen Saft. Hast du auch einen Saft bekommen? Ja, aber auch einen Saft. Meiner ist schon fast leer. Was haben wir denn hier? Guck mal. Oh. Oh, ganz edel. Guckt mal. Ach du meine Güte. Von Energy, so eine Glasplatte. Jetzt geht's los hier. Die ist schick, ne? Das ist so eine Energetisierungsplatte. Oh Mann, ey. Sehr schön, ne? Jetzt wird's kriminell. Das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Guck mal. Wow. Schön, ne? Ja, schönes Teil. Auf jeden Fall. Boah, Leute, guckt euch mal dieses Wetter an. Das ist nicht meins. Es ist kalt, ich friere und es ist nass. Bah, es soll ja regnen, aber nachts bitte. So, ich kann mich jetzt auch mal wieder zeigen. Ich sah wirklich ganz, ganz schlimm aus. Mich hat es echt gut erwischt mit diesem Hand, Mund, Fuß. Ich weiß nicht, ob man es noch an den Händen sieht. Da hatte ich es gut gehabt. Im Gesicht hatte ich es gut gehabt. Hier an der Kinn ist eine Stelle. Das habe ich so ein bisschen überschminkt, aber das sah richtig schlimm aus. An der Nase hatte ich eine ganz schlimme Stelle. Und auch hier, ja, man merkt ja dann schon, oh, man ist eitel. Also ich seht ja selbst, ich laufe ja auch zerzaust rum und so, ne? Aber das war schon so ein bisschen so, und mir sehr unangenehm gewesen. Ich glaube, das wäre euch vielleicht auch unangenehm gewesen. Deswegen ich gesagt habe, nee, ich muss mich jetzt nicht unbedingt in die Kamera zeigen. Ich habe auch noch so ein bisschen Husten, das ist auch nochmal für dieses Hand, Mund, Fuß, dass man das dann hat. Jo, also das Wetter, Leute, ist ja gar nichts für mich. Ne? Das zeigt mir wirklich, wir müssen in den Süden. Wir müssen in den Süden. Ich bin totunglücklich bei diesem Wetter. Ich denke mir immer wieder so im Sommer, wenn es schön hell, alles blau ist, die Sonne scheint. Ich denke mir, boah, doch, ist schon geil hier und so, lässt sich leben. Und so, die Bäume sind ja hier auch alle dann grün und so. Aber der Schein trügt, Leute. Das ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, ist es hier 80% schlechtes Wetter, 20% schönes Wetter. Und wenn wir mal ehrlich sind, was hatten wir jetzt hier für einen Sommer gehabt? Also wir waren ja Gott sei Dank in der Türkei gewesen und haben da echt schönes Wetter genießen können. Aber dann war das ja mit dem Hochwasser hier gewesen. Dann die Kinder, was hatten die hier für Sommerferien gehabt? Das Wetter war mehr schlecht als alles andere. Und das bestätigt mir wieder, wir müssen weg und wir machen alles richtig, indem wir hier sagen so, wir werden hier auch alle Zelte abbrechen, die Wohnung verkaufen und werden dann losziehen. Also das Wetter, damit komme ich nicht klar. Ich bin ein Mensch, ich friere sehr schnell. Liegt vielleicht auch daran, an mir ist nicht so viel dran, aber trotzdem, ich bin dabei nicht glücklich. Ich gehe trotzdem mit dem Kleinen raus, aber... Es ist echt einfach nicht meins. Klar, es muss auch Regen runterkommen, das sehe ich ein, kein Problem. Die Pflanzen brauchen Wasser, die Bauern brauchen Wasser für ihre Ernte. Aber es kann auch bitte nachts regnen.
Aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Also von daher, das zeigt mir wieder, ich will einfach auch nur hier weg. Und wer weiß, ob wir wiederkommen. Jo. Ich habe auch schon die Heizung angemacht, weil es ist mir einfach zu kalt. Ich habe keinen Bock, jetzt hier mir 20 Pullover anzuziehen. Ich habe auch schon ein paar Socken an, aber mir ist trotzdem irgendwie kalt. Und deswegen, gestern habe ich auch schon die Heizung angedreht. Ich bin da auch immer gerne sparsam, wenn es geht. Aber ja, was willst du machen? Ne? Ich habe keinen Bock zu frieren mit dem Kleinen hier. Und deswegen, dann hatte ich heute hatte ich mal die Heizung ein bisschen aus. Aber ich merke doch, oh, es ist doch schon frisch. Ich habe hier mal ordentlich durchgelüftet, aber es bringt alles nichts. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch schon die Heizung an? Jo, ja, wie gerne wäre ich jetzt im Süden so schön, so, weiß ich nicht, 23, 24 Grad mit einem T-Shirt in der Sonne. Und stattdessen, der Himmel ist einfach nur grau und es hört nicht auf zu regnen. Ich habe jetzt auf einen goldenen Oktober gehofft, auf einen sonnigen, goldenen Oktober. Wir hatten da jetzt echt Glück in Hessen, aber ja, es wird wohl nichts, mal abwarten und mich jetzt mit den Gedanken abzufinden. Der Sommer ist vorbei, das fällt mir so, so schwer. Wir haben gefühlt erst seit ein paar Monaten oder ein paar Wochen vielleicht Sommer gehabt und jetzt fängt der Mist schon wieder an. Also jetzt wieder der Herbst, der Winter und es zieht sich einfach nur. Also jetzt kommt wieder, ich kann mich eigentlich nur an schlechte Tage erinnern, anstatt mehr an schöne Tage. Und wenn es an mir ginge, könnte es wirklich nur Frühling, Sommer, Herbst geben und dann wieder Frühling, Sommer, Herbst. Den Winter brauche ich gar nicht. Ich kann auch gut auf Weihnachten verzichten. Jo. Aber so ist es halt. Deswegen ändern wir was und wir meckern nicht nur rum oder ich, sondern wir werden einfach ja, dann irgendwann starten. Ich habe mir gerade ein leckeres Tomatenbrot gemacht, Leute. Guck mal, mit Zwiebel. Das esse ich total gern. Ich habe bis jetzt ja nur ich habe bis jetzt nur Saft getrunken. Mittagessen ist auch schon fertig, da warte ich aber, bis der Kleine wach ist. Aber ich habe noch Hunger. Der Kleine hatte schon Brot gegessen, ich noch nichts. Meine Oma sagte immer, die guckt das Video auch, die sagte immer, ich bräuchte nur Tomate, Brot und Brötchen und dann bin ich glücklich. So sieht es auch. Also so leckeres Tomatenbrot und Tomatenbrötchen, mega lecker, esse ich total gerne. Freue ich mich auch schon. Ich bin gerade dabei, hier mit der Mamas Termine auszumachen, man sie halt Sachen abholen, damit hier endlich mal das Chaos, guckt es euch an, oh, das ist ja gar nicht meins und Leute, ich habe vorhin auch schon das Chaos gezeigt, furchtbar, damit das Chaos mal hier irgendwann mal ein Ende nimmt, es wird und wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, ich bin jetzt hier noch gut beschäftigt, ich muss jetzt hier einige Mamas kontaktieren und sowas und gucken, wo ich die Sachen ja alle unterkriege. Ille muss jetzt zur Arbeit. Leider. Genau, und dann verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ille und Mops. Ciao. Tschüss. Und Mian. Und Mian natürlich.